Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Octopath Traveler in der Training Session vor dem bösen Boss. Ja, und jetzt haben wir hier wieder die tollen Gegner, die wir nicht fertig machen können. Also die hinten, weil wir ihre Schwächen nicht haben. Weil wir leider keine Dunkelzauberin mit haben. Naja, aber was willst du machen? Wir machen einfach horizontal. Ist ja auch was, ne? So. Jetzt die beiden Skelette. Angriff. Donnerschuss. So, gelehrte Fertigkeiten, aber da können wir auf jeden Fall hier mit flammenden Inferno ein bisschen drüber ballern. Go. Besser als nichts, ne? Bei den Skeletten sowieso. Die werden schön abwehrtechnisch gebrochen. Und dann machen wir hier nochmal das gleiche mit Lumineszenz. Aber ich booste noch nicht in der ersten Runde. Erst in der nächsten Runde. Wobei war jetzt ein bisschen blöd. Na gut, wobei Ophelia kommt eh gleich noch dran. So, Cyrus ist fast tot, Trademark. Ja, ich versuche jetzt gerade zu überlegen, was gut wäre. Ich mach mal das da. Ob das jetzt so klug war, weiß ich nicht, aber hey. So, auf jeden Fall hier Lumineszenz auf alle. Cyrus, irgendwer muss Cyrus heilen. Schauen wir mal, wer das macht. Wahrscheinlich Olberic, oder? Olberic, heilst du bitte Cyrus? Ist okay. So. Vielleicht sollte ich ja einfach auch ein bisschen bessere Rüstung für Cyrus kaufen. Wäre wahrscheinlich auch gar keine so blöde Idee. So, toll. Ja, Cyrus muss leider Feuersturm machen, weil solange die vorne noch gebrochen sind, genau. Ja, sonst. Ja, dafür ist Cyrus jetzt tot. Das ist nicht so toll. So, aber dann wird Furion einfach... Oh, ich sehe gerade, wir haben, glaube ich, jetzt echt ein Problem. Weil, da müssen wir aufpassen, dass Ophelia nicht stirbt. Oh, guck mal. Die ist über das Maximum. Das ist ja schön. Wahrscheinlich hat Olberic irgendeine Rüstung oder so, die ihm über das Maximum hinaus Fähigkeitenpunkte gibt oder irgend sowas. Könnte ich mir vorstellen. So, mach mal maximal geboosteten Horizontalhieb. Okay, die sind weg. Ah, schön, genau die beiden Schlechten. Ja, sind tot und bekommen keine Erfahrungspunkte. Ja, das ist ja ganz toll. Das ist ja ganz toll. Heilung. Gut, dann machen wir hier wiederbeleben. Tada. Wow, mit einem. Ich bin begeistert. Das ist ja... So, jetzt müssen wir raus, weil jetzt haben wir keine Punkte mehr. Ja, so beginnt die Level-Session natürlich ganz gut. Aber jetzt möchte ich wirklich wissen, warum das... Jetzt muss ich kurz... Jetzt schaue ich mir kurz die Ausrüstung von Olberic an. So, sehen wir da irgendwo noch was? Hilfe schließen, das ist ja die Hilfe, ne? Ja. Aber da gibt es nichts, was irgendwie so Sonderfähigkeiten hätte. Oder steht da irgendwo noch was anderes dabei? Nee. Ja, ganz ehrlich, ich gehe jetzt kurz in... Haben wir hier irgendwo einen Rüstungsladen oder so? Oh. Genau, der hätte was gesagt, aber ich glaube, da haben wir schon geredet mit dem einen Rüstungsladen. Da haben wir Items. Brauchen wir da was? Liefer das... Ich könnte... Naja, aber die... Ah, die sind zu teuer. Rüstungsladen haben wir hier nicht, oder? Straße zum Haus Morlock. Nee, da müssen wir nicht hin. First, Morlocks Anwesen ist da vorne, jenseits der Brücke. Ich möchte eigentlich nur einen Rüstungsladen haben, aber ich befürchte, es gibt hier keinen Rüstungsladen. Hm. Das ist natürlich... Naja. Vielleicht da oben? Haben wir da schon mal? Kammbruchminen. Ah, da ist ja noch viel mehr. Ach, das ist ja schön. Guck mal. Alarm. Viele Bergarbeiter kommen ins Wirtshaus. Nach einem langen Tag in diesen dunklen Gängen sehnen sie sich nach etwas Unbeschwertheit. 84%. Ja, komm, das machen wir. Arbeiter. Bergarbeiter registrieren Nummer 0044. Geburtsort unbekannt. Spitzname Gruppenplünderer. Gruppenplünderer. Ein verborgenes Objekt gefunden. Sehr schön. So, das Wirtshaus, das ist schön. Seid gegrüßt, wie kann ich euch helfen? Achso, du kannst nur... Ah, nee, das brauchen wir nicht. Das ist nur ein Getränk. Führen kann ich den nicht, oder was? Weil der...
Okay, mindestens, ja, keine Ahnung warum. So gut wäre der gar nicht. So. Nachdem die Gerüchte über Goldfunde die Runde gemacht hatten, eilte dieser Mann mit großen Träumen von schnellem Reichtum nach Kammbruch. Leider zerplatzten diese schnell, als er feststellte, dass er nicht der Einzige war. Tatsächlich dauerte es allein schon ein halbes Jahr, bevor er sich als Bergarbeiter registrieren lassen konnte. Preisnachlass im Gasthaus, sehr schön. Oh, ich betreibe das Wirtshaus, wisst ihr, und unsere Sängerin hat einfach gekündigt. Es muss doch irgendwo ein anderes Mädchen geben, das singen kann. Führung. Voller Schwung mit Axt. Nö. Wobei. Ah, weiß ich nicht. Studieren wir mal. 84% schaffen wir. Ein Wirt in Kammbruch mit einer Aoki für hochwertige Spirituose und Talent. Viele, denen die Gelegenheit zuteil wurde, in sein Haus aufzutreten, sind über Nacht berühmt geworden. Ja. Und ich muss ein bisschen gucken, was klauen funktioniert. Ja, komm, geheimnisvolles Erz. Klauen wir natürlich bei 100%. So. Leere Münzbeutel klauen wir auch bei 100%. Witzig, dass ich da so hohe Erfolgschancen habe. Da ist auch so viel Zeug. So. Excuse me. Du da, sag mal, hast du jemals von der Wettsteinin von Erzquell gehört? Wie ich hörte, kann man damit sogar das stumpfeste Werkzeug wieder scharf bekommen. Was, echt? Das ist ja schön. So, neugierige Dame. Diese Hausfrau konzentriert sich auf die tägliche Verwaltung der Familienfinanzen. Sie bessert Kleidungsstücke aus, schärft ihre Messer selbst und repariert sogar die Möbel, wenn sie kaputt sind. Ihre Fähigkeiten übersteigen oft jene professionelle Handwerker. Aber ihr geht es nur darum, gut für ihre Familie zu sorgen. Oh, das ist ja nett. So, was können wir da klauen? Mondsicheldolch, ja, go. Oh. Wir probieren es nochmal. Schön, dass das... Ja, wow, richtig fies. Da beklauen wir einfach diese arme Dame. Wahrscheinlich ist der Dolch nicht mal gut, oder? Also, den habe ich, den hatte ich schon. Okay, gut, ich sag mal nichts. So. Nichts als Kiesel, da bin ich wohl zu spät dran. So. Arbeiter, Registrierungsnummer 0654. Geburt hat Küstenland. Zusatzhinweise, verheiratet, zwei Söhne, kümmert sich um seinen Vater. Und ein verborgenes Objekt finden wir auch. Okay. Geheimnisvolles Erz klauen wir. So. It would seem that. Ich hörte, man sei in der nahegelegenen Mine auf Gold gestoßen. Was für Glückspilze. Heiltraube. Gut, wäre wahrscheinlich Heiltraube, wäre wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht. So. Gut, Bergarbeiter 0273, Frostland. Noch in diesem Jahr zu heiraten ist sein Ziel. Das ist ja schön. So. So schön, wie wir hier einfach so viel Sachen klauen können. Und einen Bund Heiltrauben in einer Kiste einfach finden. Da ist noch eine Kiste. Mutkraut. Es ist immer das Gleiche. Ich komme zu Geld und dann gebe ich gleich alles wieder aus. Ja, das soll man halt nicht machen, ne? Gut, studieren ist ja etwas zu schwierig. Aber klauen geht natürlich. So. Dann noch hin. Mit ihm können wir nicht sprechen. So, da ist ein Waffenhändler. Okay. So, Moment, dann verkaufe ich mal ganz kurz das ganze Zeug, was ich nicht brauche. Also das ganze Sell-Loot, sage ich mal. Wow, das bringt ja alles gar nichts. Das dauert ja mehr verkaufen als... Also es ist... Naja, gut. Jetzt haben wir schon alles mit. Ja, Pseudo-Golderz. Ah, dubioses Golderz bringt schon ein bisschen was, okay. Mit Kupfer gefüllter Beutel. Katzengolderz ist auch sehr gut, ja. Geheimnisvolle Antiquität, ja, das ist toll, ne? So, gut. Dann schauen wir mal, was wir kaufen können. Also eigentlich Rüstung wäre mir ehrlich gesagt erstmal wichtiger. Plattierter Schild zur Elementarverteidigung und physische Verteidigung wird auf jeden Fall hier besser bei allen. Ich kaufe mal zwei von denen. So. Zwar einmal Cyrus und einmal Therion. So. Heilige Tiara. Gut, ausweichen wird ein bisschen weniger, aber...
Maximal Fertigkeitenpunkte werden da auch mehr. Physische Verteidigung wird mehr, elementare Verteidigung wird mehr. Dann komm, kaufen wir auch mal zwei von denen. Einmal ihn und einmal ihn. So. Silberweste. Da könnte ich auch mal... Da wird Tempo so wenig. Ich kauf mal nur eine für Therion. So. So, und waffenmäßig, ja, könnte man natürlich jetzt einmal kurz durch Zauberglefe. Ja, komm, ich kaufe eine schwere Lanze für... Boah, die ist teuer. Für Olberic. So. Hügelhackbeil, Kriegsflegel, Stab der Wunder. Stab der Wunder finde ich auch toll. Aber die Stäbe sind irgendwie, weiß ich nicht. Gut, Cyrus braucht auf jeden Fall, komm, Cyrus bekommt einen Stab der Wunder, weil der muss nämlich auf jeden Fall mal ein bisschen stärker werden. So. Gut. Hat jetzt sehr viel Geld gekostet, aber hey, ist egal. Man muss sich manchmal auch was gönnen. So, dann nehmen wir das mal mit. Katzengolderz, sehr schön, können wir wieder verkaufen. Erfrischende Marmelade und da ist ein Zwischenquest. Ah, verdammt. Ich versuche durch diesen Fels zu graben, aber einmal mehr hat meine Picke dabei gelitten. Wenn ich das verdammte Ding nur schärfen könnte, sehe das schon ganz anders aus. Aber wie soll ich das machen? Was habe ich ihn doch, oder? Hätte das nicht die eine? Ja, komm, studieren wir mal durch. Ein junger Arbeiter, der in den Minen von Kambuch arbeitete, stammt aus einer einfachen Bauernfamilie, kam jedoch in dieses Dorf, als er vom Goldrausch hörte. Weil er keine Erfahrung besaß, war seine Ausrüstung leider nach kurzer Zeit bereits unbrauchbar geworden. Ja, das ist toll. Kann man dir was klauen? Ja, sehr viel sogar. Handachs und Eisenhelm. Okay. Irgendwo muss es eine neue Ader geben. Also, wieso kann ich dich nicht führen? Aber müssen wir Stufe 35, okay. Eieiei, so, zweimal darf ich noch. Komm, nochmal studieren. Was ist denn jetzt los? Zweimal bei 84% nicht geschafft. Dreimal, okay, gut. Euer Ruf in Kammbruch hat so gelitten, ja, dass nichts mehr geht. Gut, dann einmal bitte Ruf wiederherstellen. Kostet wahrscheinlich wieder ein Vermögen. Ah, oh, 2500 ist okay. So, okay. Gut. Moment, jetzt werde ich die Ausrüstung trotzdem nochmal durchoptimieren. Wahrscheinlich habe ich jetzt einige... Ja, wahrscheinlich, das wären wir noch gut dabei. So, okay. Also dann wieder weiter zum Trainieren. Ja, jetzt müsste eigentlich alles besser sein. Alles müsste besser sein. Theoretisch. Praktisch wahrscheinlich wieder nicht. So, einmal kurz ins Gasthaus rein. So. Gut, und dann wieder ein bisschen trainieren. Schauen wir mal, wie weit wir jetzt kommen. Und ein knatter Skelette. Monitor. Aber knatter Skelette sollten nicht das Problem sein, weil wir haben hier auf jeden Fall mit Lauffeuer eine Fähigkeit, die da Schwäche zeigt. So. Ah, die machen trotzdem immer noch so arg Schaden. Nee, wir boosten nicht. Geboostet wird das nächste Runde. So, sehr schön. Wir boosten erst nächste Runde. Oder obwohl er kommt, er nochmal dran. Ja, doch, kommt nochmal ran. So. Und hier, ja gut, machen wir hier den Feuersturm. So. Und jetzt richtig geboostet rausballern. Ja, aber die halten ganz schön viel aus.
Aber das ist nicht genug, weil wir schaffen das trotzdem mit Lumineszenz. Schön und hoch. The flame guides us true. To do. Out of my way. Ja, dann, einmal Lauffeuer auf den Knöppel da. Knochentyp, so. Na toll, jetzt haben wir natürlich ganz unterschiedliche Schwächen. Machen wir einen Schneesturm. So, weil so müssen wir es schaffen, dass wir das toll jetzt in einem. Na, hier einmal noch Krieger. Weißt du was? Du kannst sie verteidigen. Ja. So, und du machst jetzt hier Lumineszenz. Genau, jetzt sind nämlich alle drei geschwächt. So. Und jetzt kannst du heute total gut Stufe 3 machen. Ja, schön. Oh, da ist der Olm hinten schon tot. Lustig. Hätte ich mir ja nicht gedacht. So, hier, ja, weißt du was? Dreifach angriffen mit deinem Schwertchen. Ja. Und hier machen wir ein dreifach Boost auf Feuerding. Müssen wir eigentlich nicht machen, oder? Not bad. A passing. So. Oh nein, meine Lieblingsgegner. Oh, so, Kriegerfähigkeiten. Okay, machen wir einmal den Horizontalhieb. Dann hier einmal Klerikerfähigkeiten. Einmal den drüber. So. Machen wir da einen Angriff. Und hier machen wir einmal Schneesturm. Ja, das ist zumindest die ja, Olm schon mal ein bisschen. So, jetzt schauen wir, ob wir es jetzt besser überleben. Diese komischen Viecher, wahrscheinlich ja wieder nicht. Aber schauen wir mal. So. Autsch. Autsch. So bitter. Autsch. Aber wir haben zumindest überlebt. Ist auch schon mal was. Das ist jetzt eigentlich schade, aber ich muss hier mehr heilen. Ah, spannend. Olberic ist sogar nicht mal drüber gelaufen. So, dann machen wir da Feuersturm. Ach, zum Glück sind wir. Gott sei Dank. So. Gut, ein weiterer Kampf noch. Sind wir jetzt eigentlich, wir sind, na, es ist, Ulberic ist, nee, Cyrus ist immer noch Stufe 23. Hätte mich vielleicht heilen sollen vorher, aber zum Glück sind es ja nur zwei von denen. So, die Fertigkeit, laufe Feuer. So. Lumineszenz auf alle. Ist immer auf alle, aber ich sag das immer dazu. So. Autsch. Ja. Das muss man dazu sagen, so. So, einmal horizontal hieb auf alle. Ich bin mir sicher, dass einige von euch jetzt richtig Facepalm dauernd machen, weil ich hier mir einfach keine mitnehme, der dieses Wind oder Dunkelheit kann. Aber ich glaube, das schaffen wir so auch, oder? So. Mal ganz kurz den Puppenknochen auf jeden Fall. Oder ich breche den, das wird auch gehen. Das ist, glaube ich, sogar besser. So, und jetzt machen wir wieder Donnerschuss. Ja, ist eh klar. Gut, Donnerschuss alleine ist okay. So, jetzt haben wir nur das Problem, dass natürlich jetzt Ophelia, die eigentlich angreifen soll, jetzt natürlich heilen muss. Oh nein, wir haben schon wieder keine Magie mehr. Ah, verdammt. Ja, komm, mach's einfach.
sind die Skelette auf jeden Fall weg haben. Genau, sehr schön. Okay, da komme ich hier gleich nochmal dran. So, mehr heilen, go. So, ja gut, dann machen wir hier. Müssen wir normale Angriffe machen, das hilft eh alles. Autsch. Horizontalhieb? Go! So, Cyrus ist natürlich wieder fast tot, Trademark. Muss er sich wieder heilen, ja, damit das überlebt den nächsten wilden Angriff. Mit die ja Donner stimmen können, die ja ohne Probleme, das ist überhaupt kein Thema, die dürfen das einfach so, weißt du? So, wow, das war richtig gut. So, jetzt ein Halli, kommt der Boost und das nochmal, vielleicht sterben wir dann. Ach, Gott sei Dank. Okay. So, Stufe jetzt 24 haben alle, das ist schon mal gut, dann werden wir jetzt kurz mal rausgehen wieder. Und uns nochmal hier schön im Gasthaus etwas hinlegen. Und ja, jetzt ist es günstiger geworden. Ach stimmt, wir haben ja den Preisnachlass erhalten. Ja. Ja, und in der nächsten Folge werden wir leider nochmal ein bisschen leveln müssen. Aber das soll es für heute gewesen sein. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Leute.